Ja, ich hätte die Idee, warte mal Ewigkeiten. Wobei mittlerweile auch nicht mehr. Ja, ich bin Stufe 60. Ganz knapp Stufe 60. Ganz knapp. Ich hab's auf Stufe Ja, wenn ich so neu wusste. Also dazu passt die Frisur jetzt. Finde ich. Ja. War doch klar, dass ich das direkt ausprobiere, oder? Ich find's cool. Ich find's echt cool. Da brauche ich noch nicht mal mehr einen Leuchtebogen. Der Bogen ist mega. Wobei deine Rüstung auch mega ist. Mal gucken, ich habe ja eigentlich noch. Warte mal. Mal freischalten, dass du die 60er Retros kaufen kannst. Ah, okay. Nehmen wir an, das dauert dann auch nochmal, ne? Muss auch noch die Baden-Quest machen, ne? Das eine kann ich ja hier schon. Ja, hier schon. Redania einmal kurz holen. Annehmen. Mit dem Baden. Muss ich ja noch nicht machen, aber kann ich ja schon mal annehmen. Ofen von den Stein. Ja gut. Dann versuche ich das so schnell wie möglich freizuschalten. Ein bisschen kann ich heute noch machen. Bin nur einmal kurz nach Redania und das eine Tinte abholen. Ja gut. Das muss ja nicht sein. Ja, das kriegen wir hin. Wie lange braucht man ungefähr für Heaven's Sword? Ungefähr. So von der Zeit her. Im Licht sieht das die Rüstung mega cool aus. Die hat schon was. Vor allem, da passt die Frisur echt gut zu. Muss sofort noch die Rüstung für München heller holen. Wenn du 50 hast. Könnte ich tun. Das dauert nur so ewig lange. Renn ich eigentlich hin.
Sind schon ein paar Stunden, ja. Sächen. So, das habe ich schon mal gut. Ich meine. Stufe 16. Stufe 6. Nee, Stufe 11. Na gut, mit. Also mit dem Faustkämpfer kann ich zumindest wenigstens schon mal Indies laufen. Das geht das Ganze ein bisschen schneller. Ein bisschen. Müsste ich mich halt morgen ransetzen. Dann würde es gehen. Dann würde das funktionieren. Also mit dem Faustkämpfer hatte ich einige Level auf jeden Fall geschafft. Bevor noch. Warte mal, wo muss ich eigentlich? Na, will ich immer hin. Ich muss einen anderen Ding auf den Kopf. Gar nicht? Das ist halt unfair, wenn man mir das immer zeigt. Das ist blöd. Kann doch da nichts für. Es ist ungewohnt, hier nicht fliegen zu können. Ich weiß nicht, wie komme ich denn da nochmal runter? Oh Gott. Echt ungewohnt, hier nicht fliegen zu können. Das ist cool. Auf die Wetten. Ja, mach das. Alles gut. Ich versuche jetzt ja eh hier nochmal kurz ein bisschen Hauptquest. Macht zwar ja noch ein bisschen, aber jetzt auch nicht mehr so lange. Aber wie gesagt, so ein bisschen mal noch. Morgen muss ich dann halt wirklich mal die zwei Klassen leveln. Das ist eine davon. Bitte was? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Das höre ich tatsächlich gerade zum ersten Mal. Wenn sie es mir gesagt hat, habe ich es auf jeden Fall vergessen. Aber ich glaube, sowas... Das höre ich gerade zum wirklich ersten Mal. Okay, und was ist das? Kannst du in Heavensward, Stoneboard und Shadowbringers Gebiet nicht fliegen lernen. Oh, okay. Deshalb habe ich nur irgendwas gesagt. Oh, aber Luna hat schon wieder ihren Peilsender.
Luna merkt sofort, wenn man ihren Namen erwähnt und in Level 14 ist. Aber Luna, guck mal. Ich hab dank Albert vom letzten Mal eine neue Reste. Daria ist glücklich. da sind die wirklich jetzt erstmal die Pin. Ich bin schon wieder komplett überfordert. Es ist doof, dass man nicht fliegen kann. Und dann kam bei mir der Drang, die Frage zu stellen. Ah, okay. Ja. Ja, natürlich. Wie war das nochmal mit dem nicht ablenken lassen? Wir hatten das vor 2 Sekunden. Vor 2 Sekunden hatten wir das. Ja, wenn du dich nicht ablenken lassen würdest. Das funktioniert super. Ich mich nicht ablenken lassen. Wird nichts. Lass mich immer viel zu schnell ablenken. Problem ist halt, ich möchte einfach alles haben. Ey! Ey! Warum weiß ich, dass ich es haben will? Tür. Ich will auch. Luna Notfalltaktik. Jetzt will ich aber auch mal was gucken. Ja, ich weiß. Warum wisst ihr das schon wieder? Leute, das ist so unheimlich. Beim Schlafen, aber was geht denn da für Party? Die Beine haben etwas, was ich auch haben will. Und das ist scheiße. Das macht mich arm, das Spiel. Das Spiel macht mich echt arm. Ja, dann hol es dir. Das ist so einfach gesagt. Das ist so einfach gesagt, ey. Bin wieder im Lurch. Mach das.
Ich brauche noch ein bisschen. Ich hab's bald. Bin bald soweit. Gut, gut. Super gut. Ja, hab's bald. Wenn es sie wieder Probleme geben würde, wäre das super. Wir haben's gleich. So, jetzt aber. Ja. Ja. Jetzt mach doch. Ach komm. Okay, wir machen später. Machen später. Ich will gerade nicht so, wie ich will. So bis die Seite nicht. Dann nicht. Da muss ich hin. So, was musste ich nochmal machen, um dann fliegen zu können? Irgendwann? 30.000 Jahren? Was? Okay. Ach, kommt schon. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, komm. Licker flott, ey. Und wie sammle ich die nochmal genau? Wo? Und wo kriege ich den Kompass? Ja, das ist so dieses wie, was, wann, wo, weshalb, warum? Und wo kriege ich den Kompass her? Es geht so eine ganze Weile so weiter, das ist dir bewusst, oder? Jetzt kommt wahrscheinlich Schreck auf den höchsten Berg, machen Purzelbaum, lass dich einmal kurz töten, eine Axt durch den Rücken rammen und dann hast du ihn. Feuchtkristall. Weiß gar nicht, was du hast. Na, okay. Ich weiß echt nicht, was du hast. Ich hab gar nichts. Nein.
Ruhig, brav, ja. Ja, komm, was musst du zwei? Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Also sag dir schon. Vergiss es. Es scheitert an den 2 Millionen. Wie soll ich denn 2 Millionen zusammenkriegen? Ich komme noch nicht mehr von den 3.740 da weg. 300.740, so. Ich stelle mich nicht an den Straßenrand. Vergiss das. Nee. Ich will nicht mehr. Ich drehe den Streik. Du, dann reite ich lieber. Wer muss denn schon fliegen können? Fliegen wird überbewertet. Das ist oldschool. Auf Schuh ist das Rappen. Nee. Weißt du, ich stelle mich einfach gleich in der Ecke und mach gar nichts mehr. Ich starre nur noch den Feuchtkristall an, okay? Ihr wisst denn? Ihr sagt, was wir leicht verdienen. Das ist leicht verdientes Geld. Feuchtkristall. Ja, das hier, meine lieben Kinder, ist ein Feuchtkristall. Feuchtkristall. Wisst ihr Bescheid, ne? Und das da unten ist ein Feuchtbaum, ja? Ein Feuchtbaum. Er sieht ziemlich trocken aus. Ja, der Kristall auch. Ich hab's wirklich fest. Oh Gott, das könnte uns das Erweiterung herausgeschlossen haben. Da hättet ihr als Belohnung einen Flug Schokobo-Pfeife und den. Oh Gott. Also 30.000 Jahre warten. Das da oben sind übrigens fliegende Feuchtkristalle, ja? Oh Gott. Ist ja knuffig. Echt? Willst du mal mit dem knuddeln? Lässt sich einrichten. Da ist einer. Wolkenwurm. Okay, warte mal. Der will nicht knuddeln. Warte mal. Bist sogar nur noch zwei Quests von einem. Oh, echt? Also der Wolkenwurm will nicht knuddeln. Ich hab's versucht. Er wollte nicht mehr. Er hatte keinen Bock auf mich.
Ein böser Wurm. ich muss in die Richtung. Ach ja. Okay. Lass mich raten, ich muss da hinten hin. Ah, nicht dahin. Ja, gerne. Keine Tierquälerei. Ach Gott. Frau Sanfode, Hilfe. Herr Emanelein, wie auch immer man ihn aussprechen mag, wurde von den Wanu-Wanu gefangen genommen. Grüne Nonne. Ich habe gesehen, wie sie ihn umzingelt haben. Kommt schnell, vielleicht erwischen wir sie noch. Ich bin auch ein Wanu-Wanu. Okay. Schokobolit, Schokobolit, Schokobolit. Okay. Lässt sich einrichten. Ja. Das einzige Wahre aus dem Original im siebten Teil. Ja, das ist geil. Das ist echt geil. Oh, ich habe kein Taschentücher mehr. Oh Gott. Ich muss ohne Taschentuch leben. Das letzte ging für die Spinne drauf. Ach, sind das wie Wano Wano? Sie haben den Herrn in ihr Lager verschleppt und Wachen aufgestellt. Seht nur. Nur Kimono, das wird's auch. Nee, danke. Der ist gerade frisch gewaschen. Hört, ich kehre nach Camp Wolkenwipfel zurück und werde Laniat informieren. Haltet ihr hier so lange die Stellung? Wenn sich im Schutz der Dunkelheit eine Gelegenheit ergeben sollte, ihn zu retten, lasst sie um Alones Willen nicht verstreichen. Herr Immerling kann unausstehlich sein, aber er hat ein gutes Herz und verdient es nicht, als Gefangener eines wilden Stammes zu enden. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Lauf du nur. Lass Usus das wieder legen. Schneid ihm die Kehle durch. Ich glaube, das mit der Kehle durchschneiden funktioniert nicht so einfach. Und schieß einen Pfeil durch den Hals. Selbe Effekt. Ich kann es versuchen. Aber ich glaube, auch das wird nichts.
würde einige Probleme lösen, glaube ich. Wahrscheinlich auch einige verursachen. Es ist sowieso bewundernswert, wie viel diese Viecher durchhalten. Aushalten. Das kannst du eigentlich gar nichts. Schlafen! Doch, schlafen kann ich super. Ich bin Meisterin im Schlafen. Das ist mein angeborenes Talent. Such dir ein eigenes. Nee, das ist meins. Such du dir ein eigenes, also wirklich. Unverschämtheit. Meisterin schlafen. Mach 24 Stunden Stream. Ja. Nanaki, wir einigen uns drauf. Wir sind beide gut darin, okay? Wir sind beide gleich gut. Aber immer noch besser als andere. Ja? Einigen wir uns drauf? Ist so ein guter Kompromiss. Siehst du, geht doch. So, und jetzt ein Fall durch. Komm, ich zeig's dir. Du Schönling, du. Was? Sichere Flucht? Oh Gott. Wieso muss ich denn jetzt hier sich Flucht sichern? Oh, kann ich ihn nicht einfach sterben lassen? Wo muss ich immer irgendwas sichern? Weißt du, der verkrümelt sich da, ey. So, den Lappen abkratzen. Das große Problem besteht darin, wenn ich den Lappen abkratzen lasse, dann komme ich nicht weiter. Alter, bewegst du dich jetzt mal? Geh weiter. Das Spiel ist gemein, ja, ne? Lauf. Heute noch. Alter, läufst du in Zeitlupe? Okay, hat auf jeden Fall keinen Effekt. Lauf, Forrest! Lauf! Das Schlimmste ist, ich könnte ihn sogar vorrennen lassen. Jetzt mal im grünen Freien ziehen. Das nennt sich alter Tobi, ja? Also rennst du mal weiter. Also ich spick den gleich mit dem Pfeil. Ich mach gleich einen Boromir aus ihm. Ich dachte schon nie. Ja. Das, ja. So hieß es früher einmal. Wie langsam kann ein Mensch eigentlich rennen, ey? Achso, nee, das ist ja kein Mensch. Wir sind nur, weißt du, wir sind noch mitten im Lager drin und er ist gerettet. Nein. Einfach nur nein. Oh, boah, der zittert wohl.
warte mal. Das. Ja. Warte mal. Mach ich gleich direkt. Oh. Und das einmal weg. Da. Nein, jetzt habe ich vergessen. So, jetzt einmal da wieder ins Stream rein. So. Juhu, ist jetzt geändert. Okay, was kommt denn jetzt? Tachchen. Nett. Haben will. Oh Mann. Klar, immer wieder muss uns das Pascha helfen. Woher weiß er das nur immer? Oh je. Der Wal sagt Hallo. Es gibt immer irgendwo einen noch größeren Fisch. Wal will kuscheln. Ah, das war ja wieder mal eine knappe Sache. Und dann gleich noch ein Prima-Aid obendrauf. Ganz nach meinem Geschmack. Schön, dich wiederzusehen. Dazu noch so unverhofft. Die päpstliche Kurie hat unsere Hilfe angefordert. Deswegen sind wir hier. Es geht um die Protektor. Die Ischgarer-Ingenieure benötigen unsere Hilfe bei ihrer Fertigstellung. Und das lieber gestern als heute. Aber so ist es mit allen Kunden. Immer ist alles eilig, immer kann es gar nicht schnell genug gehen. Als ich hörte, dass du hier bist, habe ich alle Lauscher auf Empfang gestellt. Und siehe da, wir haben dich gefunden. Gerade zur rechten Zeit, aber das ist ja die Spezialität der Gardon-Metallwerke.
Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Die Gill fliegen schließlich nicht von alleine in meine Gillbörse. Mach's gut. Oh nein. Ach komm. Ah nee, sag das nicht. Ich habe ein zahlreiches VIP, wenigstens für kurze Zeit. Das Sparen hat sich gelohnt, aber gut, ich gehe schlafen und bleibe noch im Blog. Bis zum nächsten Stream. Und vielen lieben Dank, dass du noch reingeschaut hast. Aber keine Angst, so lange mache ich auch nicht mehr. Ja, vor allem, wenn bald der nächste Kampf bevorsteht. Vielleicht mache ich die Baden-Quest dann doch noch weiter. Aber auf jeden Fall eine gute Nacht. Und viel Spaß mit dem VIP-Status. Gut. Ja, wie gesagt, lange war ich auch nicht mehr. Mich zerreißt es auch so langsam. Und der wird etwas dauern, nur so als. Ja, okay, dann werde ich den heute garantiert nicht mehr machen. Den Kampf. Mach ich jetzt. Ja, vielleicht mache ich das Badengedöns. Ja, wollte ich gerade sagen. Das mit dem Baden, das sollte ja relativ schnell gehen, oder? Schätze ich. Oder kommt da auch noch irgendwas Dickes? Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich sogar jetzt tatsächlich schon Feierabend machen. So ein, zwei kleine Sachen dachte ich, könnte ich jetzt noch machen. Okay. Ja gut, warte, dann lassen wir die Quest einfach Quest sein. Und gucken mal. Doch, war das. Ja. Okay. Und geh einfach direkt nach Gridania. Bis gleich, mach das. Ich sag, so ein bisschen Badengedöns würde ich jetzt halt noch machen. Dienstag geht's ja auf jeden Fall fleißig weiter. Mehr als fleißig. Deswegen. Ja, machen wir dann auch wieder ganz viel Hauptquest. Willkommen zurück. Ach ja. Wieder raus. Aber dahin. Da. Weh, Riesenbäume.
Stöchchen. Oh, ein Baum, der kuscheln will. Oh, ein Baum, der nicht mehr kuscheln will. Ach ja. Wenn zwei sich streiten, ne? Darf ich meine Quest jetzt endlich abschließen? Ja. Nein. Eventuell. Ich hätte ja auch gerne mal neue Fähigkeiten. Nee. Ja. Oh. Mystic Quest 3 würde ich gerne aber abschließen. Oh, Pro. Noch vor 3. Es wäre so schön. Oh, der Kuputi möchte Mokri haben. Mokri mit roten Bombe, das wäre doch mal was. Ja, das Kuscheltier. Ja, ich darf es in die App geben. Ja. Mein Bettchen ruft. Kannst du die abgeben? Ein fischbezogenes Bett. Das ist eine Pina Colada, riecht das ist mega. Oh Gott, wie kommst du denn darauf? So, abgeschlossen. Du sitzt im Weg des Baden fort. Sobald du als Baden-Waldläuferin Stufe 250 erreicht hast, kannst du von Sanson in Ischgard den nächsten Auftrag erhalten. Voraussetzung für den nächsten Badenauftrag kannst du im Archiv einsehen. Ja, ich bin Stufe 60. Ich glaube, das mit dem Level habe ich kein Problem mehr. Was mein Bett ist. Ah, mein Bett riecht gleich nach Salem. Ah, da kriege ich mein nächstes Gedöns. Dann. So. Aber, das machen wir Mittwoch. Für mich ist für heute dann aber auch Sense. Ich weiß, dann habe ich jetzt nicht mehr so viel gemacht. Aber, ein bisschen was haben wir gemacht. Mittwoch spielen wir dann ja lang genug.
einmal.